Ein wunderschön. Lieber Erdnatz, ich danke dir dafür. Herzlich willkommen. Es ist tatsächlich mal passiert, dass ich auf Facebook jemanden geantwortet habe. Ich finde ja, Facebook ist die schlimmste Kommunikationsplattform, die es irgendwo gibt. Aber da hat mich ein verzweifelter User angeschrieben, der seine CPU geupgradet hat. Weiß nicht, welche CPU er hatte, aber er hat sich einen wunderschönen 2.7X gekauft. Hat den auf sein A320 Mainboard geschnallt, hat ihn benutzt und war dann vermutlich mit der Performance nicht ganz zufrieden. Hat sich ein neues Board geholt, wollte seine CPU entfernen. Vermutlich hat er diesen Kühler verwendet. Und was ist passiert, liebe Zuschauer? Was ist passiert? Mega-Member, ich weiß nicht, ob die Abstände... Beine krumm. Richtig. CPU klebte dran. Beine krumm. Korrekte Antwort. 100 Punkte an alle, die das jetzt gemeint haben. Pinzerbogen. Korrekt. Host Unlimited ist passiert. Könnte man auch behaupten. Und er meinte, ja, ob ich das für ihn vielleicht fixen könnte. Und ich meinte so, ja, ich kann dir keine Gewähr darauf geben. Aber probieren kann ich es von mir aus gerne. Und dann dachte ich mir, hey, warum machen wir das nicht live? Ich habe ja jetzt ein neues Utensil hier, weil ihr erinnert euch ja noch an den 3600er, der mir vom Regal gesegelt ist. Ja, der mir... Ach, komm jetzt. Heftig. So. Quasi da vom Regal ist er mir gesegelt und dann... Kadaverexplosion. Den habe ich first try, habe ich den wieder gerade gebogen. Der sah echt nicht gut aus. Und ja, ich dachte mir, hey, warum nicht? Ich hab das geile Teil hier. Wovon jetzt gerade was abgebrochen ist. Ich dachte, es wäre was abgebrochen, aber es sind nur Lötfahnen von Molex-Steckern, die ich da mal an die dritte Hand gezimmert habe, um mir einen Adapter zu bauen für den Papstlüfter. Den legendären Lüfter. Matti, dankeschön. Hier ist irgendwo ein Ein- und Ausschalter. Da. Ah! Beim Zahnarzt war alles gut, bei meiner Frau nicht. Die muss nächstes Jahr wieder hin, so, Spoilerzeit. Und damit hat das echt gut funktioniert. Auch wenn man da durchguckt. Ich hab halt Weihnachten. Gucken wir mal. Ich habe noch nicht gesehen. Wir packen ihn jetzt aus. Ich hole den mal hier aus der Tüte raus. Ich will jetzt nichts. Ich brauche auch die Adresse von dem netten Kerl. Wo gibt's das zu kaufen? Das habe ich, glaube ich, von Konrad oder Reichelt. Einer der beiden. So. Ist hier noch irgendwie ein Schreiben drin oder sowas? Nein. Ich habe gesagt, gut verpacken. Deutsche Post, you know. Ja. Siehst du, die Kameras haben auch schon. Die Kameras sind auch schon einfach Game Over heute. Zack. Schalt halt um. Mann. So. Dann schauen wir doch mal. Let's play whatever together. Findet ihr Krankenkassenkarte regelt? Ich finde diese Karten, die sind doch immer ein Ticken zu breit, nicht? Also gut, jeder macht es so nach seiner Methode, wie er meint. Ich komme sehr gut mit diesem Utensil hier zurecht. Das ist ein... Kein Rasiermesser, das ist ein Zeranfeldschaber. Mit dem komme ich sehr gut zurecht. The Polyboy, oder wie der heißt. So. Und wir schauen uns die CPU mal an. Und natürlich probieren wir sie aus. So, Rasiermesser ist ja noch ein Ticken schärfer, gell? So. Oh ja, da ist die ganze Phalanx ist krumm.
So. Da hat's gut gefetzt, gell? Da haben wir viel Arbeit. Ja, gelandet ist der ja nicht. Der wurde ja aus dem Sockel gerupft. Aber es ist wirklich nur die Seite, oder? Naja, ich schaue es mir unter der Lupe an. Unter der Lupe ist das sehr angenehm tatsächlich. Man sieht das sehr gut. Wurde der Lüfter vorher nicht gedreht? Naja, ich denke mal, derjenige hat danach geschaut, wie man den Lüfter entfernen sollte. Nachdem ihm das passiert ist, und dann ist er auf uns gestoßen. Ich weiß es nicht. Ein Pin fehlt, wurde gesagt. Das muss ja nichts heißen. Kann ich jetzt noch nicht bestätigen, aber ich schaue es mir jetzt. Boah. Also durch die Lupe gucken ist ein krasses Unterfangen. Und so, wir schauen uns das jetzt mal an. Ich hole euch das Ding hier ran. Ihr seht den Cracky beim Werkeln zu. Und fertig ist. Von oben bringt wahrscheinlich gar nichts, ne? Das ist out of reach, out of Halo. So. Nun gut. Schöne an diesen Dingern ist halt, man kann halt wunderschön mit der gesamten Breite mal da ein bisschen Bewegung reinbringen. Eine Sache, die natürlich ist, klar, das hier ist so eine Schabseite. Darum, ich sag ja, das ist keine Rasierklinge, Freunde. It's not a razor blade. Das ist ein Ceranfeldschaber. Dass man sich da halt nicht in das in den Kunststoff schneidet, gell? Aber ja, also hier auf der Seite hat es ein bisschen gerappelt. Und hier ist halt die Party. Na, wir fangen mal langsam an. Einer nach dem anderen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Mit einer Mastercard. Ist die nicht, oder keine Ahnung, irgendeine Bankkarte oder so. Ist die nicht generell? Ist das nicht einfach zu dick? Die knutschen hier aber schon gut miteinander, ne? Ansonsten, dass da jetzt so ein Pin fehlt, kann ich jetzt nicht bestätigen. Schöne 26x. Ich gucke mal, ob ich euch ein bisschen besser, wenn sonst auch nichts heute passiert, doch, Hacky, ich mache nur das hier und dann gehe ich auch wieder rüber zu Virtual Dimension. Ich bin so ehrlich. Wir machen heute nur diese Kleinigkeit. Mal sehen, wie lange es dauert. Muss ich hier tatsächlich von Pin zu Pin gehen?
Das ist echt dieses durch die Lupe gucken, das ist zwar echt hilfreich, aber teilweise kriegst du da echt auch so Motion Sickness, wie bei schlecht gemachten VR. Zumindest geht es mir so. Aber hilfreich ist es auf jeden Fall, um genau zu sehen, was man da gerade treibt. Ist natürlich ziemlich ärgerlich, ne? Vielleicht hat er einen OEM-PC gehabt oder so. Dann hat er sich jetzt so eine CPU schnappen wollen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal so weit, dass ich da wenigstens reinkomme. Hubi! Hubi holen! Dankeschön! Irre Blacky, das ist nicht meine CPU, das ist ein Zuschauerprozessor. Und ja, ich habe auch schon Pins krumm gemacht ohne Lupe. Aber jetzt, wo ich das Ding habe mit dem Licht, ist das schon eine Erleichterung. Wie gesagt, der 3.6er war tatsächlich First Try. So. Ein bisschen gucken, dass man die so in die Flucht kriegt. Der muss ja nicht komplett Zero Insertion Force werden. Ja. Das kann ja auch dann gehen, dass man halt ein bisschen die CPU in den Sockel drücken muss. Ich schaue mir mal kurz die ganze Pin-Phalanx an, weil ich gerade so einen guten Blick auf die ganzen Pins habe. Wie die denn in Reihe und Glied stehen oder halt nicht. Und die können schon ganz gut was ab. Das ist halt der Vorteil, wenn du sowas Langes hast, dann kannst du relativ gleichmäßig mehrere auf einmal in eine Flucht bringen. Da fehlt immer noch was. Knochenende! Wupp, wupp. Servus! Heute nur ganz kurz. Und es tut mir leid an alle, die sich jetzt, keine Ahnung, schon auf einen schönen langen Bastelabend eingestellt haben, aber kann nicht immer sein. So. Hat ja auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Noch vor einem Jahr beim 850 Euro Gaming PC, wo ich die aus der Schachtel genommen habe, und da waren zwei Pins krumm. Großartiges Tennis war das. Den hoch.
können uns gleich mal ein Musterboard Fachgeschäft holen. Und dann gucken wir mal. Es wird langsam. Stell dir vor, ich war live dabei. Du auch? Ja, ich glaube, ich saß da und hatte gute Laune. Habe einen einfachen luftgekühlten Rechner mit Boxlüfter gebaut. Das hat quasi alles funktioniert. Wir haben Rise of the Tomb Raider gespielt und haben irgendeinen Lorenwagen irgendwo reindonnern lassen, das weiß ich noch. Mit der RX-570. Probieren wir es mal aus. Ich hole mal an Bord. VD ist gerade Game Over gegangen. Sind sie abgesoffen mit ihrem U-Boot? Nein! So. Katja hat Arbeitshände. Ja, zu viel Kühlmittel an den Flossen gehabt jetzt die Tage. Und ich habe ja viel gemacht, so ist ja nicht. Ich habe die nicht verbogen. Das war ein lieber Zuschauer, der mich kontaktiert hat. Das ist übrigens Modell Direkt Mini Wasserkühlung. Den habe ich auch wieder um. Der hat mal eine Nacht im Eisfach verbracht und den habe ich um seine Blöckchen erleichtert. So, ach, das ist sogar die Lisa Su Edition. Leck mich in den Tisch. Sehe ich jetzt erst. So. Ja, geht doch. So. Kann das jemand klippen für den guten Mann? Wir werden ihn jetzt noch testen. So, also ansetzen. Und drin ist er. Gar nichts. Da ist einfach nur der Aufdruck ein anderer. AMD 50 drauf. Naja, wie gesagt, er hatte die CPU erst auf einem A320 Mainboard. Das ist ja der kleinste Chipsatz, den es von AMD gibt. Jetzt übrigens mal hier First Try, ja? Hallo? Mal ausflippen. Intel Hype LGA. Ja, da sterben nur die Mainboards. Die kann man immer so gut nachkaufen. Okay, lassen wir das. Dingensbummens. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Er hatte zuerst ein A320 Mainboard, der kleinste Chipsatz. Weiß nicht, ob es nicht richtig performt hat oder was auch immer. Und dann war halt... Klebte drunter, krumme Beine, Game Over. So, jetzt probieren wir natürlich aus, ob die CPU noch funktioniert. So, man bekommt sie relativ gut aus dem Sockel wieder raus. Man muss ein bisschen was machen, aber jetzt da noch weiter biegen und nachher ein Beinchen abbrechen, bringt halt auch nichts. Ja, dann lieber so, dass man sie einfach auflegt in der richtigen Arretierung, also Dreieck zu Dreieck, und dann einmal ein wenig drückt ausnahmsweise. So, und wenn sie funktioniert, haben wir doch gewonnen. Zack. So. Ihn hier wieder rein. Das ist übrigens das Medion-Board. Kurvenschneider, danke dir für dein Abo. Wuhu! Meine Waku ist da frei. Ja, viel Spaß damit! Wuhu! Mm.
Berzi schaut Episode 9. Man ist ja schon neugierig. Man ist generell neugierig. Auch wenn mir die 8 überhaupt nicht gefallen hat. Man ist trotzdem neugierig. Das ist dieser Name. Das muss dieser Name sein. Dieser Name von diesem French-Scheiß. French-Scheiß. Ach, wie auch immer. So, hier haben wir unser Test-Setup. Friends and Francis. X370. Was, den gibt's noch? Ja, immer noch. Scheiße. So. Coco-Cosi. Dankeschön. Was war's heute Schönes? Ich habe gerade Pins gerade gebogen. Von einer Zuschauer-CPU. Ich dachte mir, hey, das ist mal was Neues. Und dann machen wir Schluss. Aber erst probieren wir die CPU aus, ob sie funktioniert. Hier ist eine SSD drauf. Ryzen 5, Ryzen 6. Ach ja, das ist das erste Pin-Opfer übrigens. Und der war auch First Try. Der geht auch. Der ist quasi wieder in Zero in Search and Force. Der Eisball sieht schön aus, ja. So, den legen wir wieder da oben hin, dann kann er wieder runterfallen. So, liest das zu. Na, wie willst du hier in den Sockel? Willst du auch in den Sockel? Man muss ein bisschen was machen. Man muss ein bisschen arbeiten, aber das ist nicht schlimm. Jackie, dein Kanal ist nur cool. Mach weiter so. Freue mich immer SUF deine Sendung. Ja, freut mich auch. Und das X370 Gaming X, das ist sexy, ja. Das Professional Gaming ist natürlich der heißeste der Anwärter hier. Und jetzt hat er sogar Lisa drauf. Du hast die Lüfter von unten nach oben gelegt. Ich habe mehrere Dinge getan, ja. Habe ich eingangs des Streams erwähnt. Kommt als gesondertes Video. Und es ist immer noch nicht fertig. Der ominöse Chucky, oder der Chucky, der zugeschaut hat, der sollte recht behalten. Du wirst noch viel an dem System verändern. Das ist wahrscheinlich so, ein Orakel. Ob das jetzt ein gutes Omen war, weiß ich nicht. Jedenfalls, Netzteil fehlt uns. Und hey Greg, ich liebe deine Streams. Ja, Zorest. So, herunterfahren. Das System, wir brauchen nämlich Watt ohne Wärmeleitpaste. Da ist dieses wunderschöne Pad drunter. Unter dem Kühler. Von Thermal Grizzly. Auch wenn es leicht zerfetzt ist, aber es funktioniert. Gib mir ein Netzteil her. Wie wäre es mit 1000 Watt? Warum nicht? Stimmt, das andere ist ja jetzt verbaut, was ich die letzten Male benutzt habe. 1000 Watt EVGA. Doch so klein. CPU passt wieder. Danke für den Clip. So, einmal Netzteil aus. Strom rein, Wieselflink drauf. Hier. Und danke fürs Abo. Whoever that was. So. Und hier USB, USB. USB, der hat es. Und LAN. Und natürlich den Strom ans Board nicht vergessen, mein lieber Freund. Und Kupferstecher. So, hier haben wir Strom. Kriegen wir den darüber gezogen? Oder muss ich den jetzt unangespitzt im Boden stampfen? Warten Sie mal, da legen wir das Netzteil kopfseitig hin. Ach, Sie sehen gar nichts. Es tut mir leid. Ein Kamerafail. Wer war denn das gerade? S10.000. Grand Prix 2 möchte ich auch unbedingt weiterspielen. Definitiv. Ich so Bock drauf. So Bock auf so vieles und so wenig Lebensenergie manchmal. Ja, Donnerstag ging bei mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich mir den Magen verstimmt habe oder ob der Körper gesagt hat, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Und daher gab es Donnerstag auch kein Streamchen von mir. Aber ich fand es toll, dass Bersi ist, glaube ich. Ist der Bersi eingesprungen Donnerstag? Ich glaube ja, ne? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich hab schon Aussetzer. So, ne, Mittwoch ging es mir nicht gut. Donnerstag ging es wieder bergauf. So herum. So, off topic. Mal sehen, ob er funktioniert, die Lisa Sue. Lisa, put the damn saxophone away. Can't touch this. Was ist das für eine Graka? Jetzt, ne, ja, 10,50, glaube ich. Ne, eine 9,50. 59er Storm Axe von Pellet. Hold up! Das kann ich nicht! Terror! So, ist jetzt natürlich Switch von Ryzen 3000 auf Ryzen 2000. Sprich von Zen 2 auf Zen Plus. Das dauert einen Moment. Die Debug-LED rödelt hier gerade rum. Sieht noch alles grün aus. Noch hängen wir in keiner Schleife fest, wie mir scheint. Und da passiert es. Oh mein Gott, der rebootet nochmal. Warum tut er das? CPU gerettet. Wer sagt's denn? Ich denke mal, der wird die jetzt halt einbauen. Muss halt ein bisschen vorsichtig sein beim Einbauen. Das wird er dann wohl hinhauen. Frische Paste drauf. Ab dafür. Weil jetzt dann noch die Finessen ausarbeiten. Vom wegen, die sind aber nicht alle ganz gerade, wenn das Ding in den Sockel geht. Na? Nichts mehr machen. So. Gibt er sich denn auch als Dingens aus hier? Nö, wie langweilig. Ja, ich mache es immer mit dem Ceranfeldschaber. Scheckkarte wurde in den Raum geworfen. Ich finde Scheckkarte ein bisschen dick. Fummelt zu viel rum, pins ab. Genau, braucht kein Mensch. Und wie gesagt, Scheckkarte meiner Meinung nach zu dick. Ceranfeldschaber genau richtig. Rasiermesser ist erstmal auf beiden Seiten schneidend. Muss er erstmal bearbeiten, das ist auch doof. Und meiner Meinung nach auch zu scharf. Zu scharf, zu dünn. Hier steht auch nur 2.7x. Das ist natürlich schwach, dass sie nicht mal eine Firmware draufgepackt haben. Dementsprechend. Ich werde Folgendes machen. Ich werde das Ding jetzt einfach nochmal ein bisschen befeuern. Aber wir können nochmal kurz ins BIOS gucken. Ein paar Minütchen haben wir noch. Hast du ja das X73 gegönnt nach unzähligen Problemen mit Asus B450. Allerdings kann ich keinen einzigen verbauten Lüfter richtig steuern. Und wo muss ich meine AIO Arctic Freezer 2 anschließen? An der CPU 1 Header oder 2 Pump Opt CPU? Ich kenne die Freezer 2 nicht. Wenn die Freezer 2 einmal einen Anschluss für die Pumpe hat, dann gehst du damit halt an den zweiten Anschluss und mit den Lüftern an den ersten. Ansonsten hast du tatsächlich ein bisschen die Arschkarte gezogen, wenn du nur Gehäuselüfter hast mit 3 Pin. Dann kann nämlich tatsächlich nur, ich glaube, der optionale Fan-Anschluss kann 3 Pin steuern, der Rest nicht. Der Rest kann nur PWM-Lüfter steuern. Da müsstest du dann auf PWM-Lüfter umrüsten. Zahnstocher geht auch. Ich finde halt dieses, wenn du eine gesamte Karte hast, verteilt sich die Kraft, die du darauf, also wenn beim, wir sind jetzt wieder beim Pin gerade biegen, verteilt sich die Kraft darauf einfach besser, gleichmäßiger. Wisst ihr? Und man kann halt mehrere Pins auf einmal wieder in Reihe biegen. Die hat nur einen 4-Pin, die Arctic. Nur einen 4-Pin für alles. Dann würde ich wahrscheinlich an den Wasserpumpenport gehen. Oder man muss die Spezifikation mal schauen, wie viel Strom der denn braucht und was weiß ich nicht was. So. Das sind DDR4 2400, die man auch overclocken kann ein bisschen. Das sind noch ganz alte Micons. Da kriegst du jetzt natürlich keine Traumergebnisse im Cinebench, aber bei der Freezer kann man aber die Lüfter von der Pumpe trennen. Ah, okay. Ja, dann. Also, wie gesagt, ich kenne sie nicht. Dann vielleicht die Pumpe an den Pumpenheader und dann die Lüfter an den CPU-Fan 1.
Und da sieht man wieder, dass 500 Meinungen zusammenkommen und ich kenne das Ding leider nicht. So. Oh, hier ist Cinebench. Ansonsten werde ich dem Ding wahrscheinlich nochmal gescheit ein bisschen was zu tun geben, aber ich denke schon, dass die CPU einwandfrei funktioniert. Ist das Rattergeräusch der hintere Lüfter beim Aquasystem? Das Aquasystem ist aus. Das, was du hier hörst, ist der FX-Box-Lüfter. Ja, da. Der rasselt so ein bisschen. So, irgendwas sind es 1600 Punkte. 1646. Mit schnellem RAM schaffst du hier 1800 knapp. Na. Immer noch eine schöne CPU. Keine Frage. Fürs reine Gaming ist der Ryzen 536 ein bisschen besser. Hui, wei. Grüß dich. Huhu, wei. So. Und, ja. Operation geglückt. Ich weiß nicht, ob ich ihn so verpackt da hinschicken werde. Ist mir wahrscheinlich ein bisschen risky. Vielleicht packe ich ihn in einen kleinen Polsterumschlag. Ja, wey, ist Stock mit 2400er RAM. Es ging darum, die CPU wurde unglücklich mitsamt Boxkühler aus dem Sockel gerupft und die Pins waren krumm. So eine ganze Reihe. Und das habe ich jetzt gerade instand gesetzt. Operation gelungen, Patient tot. Freunde, es war mir eine Ehre. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tut mir leid für alle, die irgendwas umgeworfen haben und sich jetzt noch ein Käffchen gemacht haben und die Chips rausgekramt haben und was weiß ich nicht was. Aber ich verdrück mich jetzt wieder. Ich bin mal so frech. Wir hosten dann im Anschluss wieder Virtual Dimension, weil ich werde mich da in Ruhe berieseln lassen. Und ja, es ist heute so. Da gieße ich mal wieder die Raid-Funktion zu nutzen. Meinst du, Raid-Funktion ist eine Option? Also, nur so kurz, Kopfschüttel-Emote. Ja, genau. Reicht ja nicht. Die ganzen Stunden, die man abgerissen hat. Kriegst den Hals nie voll. Bei Virtual Dimension, das ist ein Team, 6 Mann sind's. Die sind alle so ein Ticken älter wie wir. Als wir. Nicht wie wir, als wir. Und, heute ist Atari angesagt. Atari Home Computer Games. Simulationen. Gerade war eine U-Boot-Simulation am Start. Jan und Dennis spielen das. Und die haben einen YouTube-Kanal und jetzt sind sie endlich mal auf Twitch gelandet. Und da ist es mir eine Herzensangelegenheit, weil ich die YouTube-Videos auch schon so feiere, ihnen einen schönen Willkommensgruß auf Twitch zu bereiten. im Advent haben sie jetzt halt Streams gemacht samstags. Und erhole dich, Cheer 100, Cheer 100. Ja. Und alle, die da jetzt Bock haben, ich schicke euch da jetzt gerne rüber. Und wir sehen uns, wer weiß, vielleicht ist Montagabend ja noch was drin. Mal sehen. Ich muss mal gucken, wenn ich wieder ein schönes Thema habe. Ganz ehrlich, ich habe hin und her überlegt, vorhin. Machst du das jetzt, pflückst du jetzt hier auseinander, nur damit du die beiden unteren Lüfter hier angeschlossen bekommst. Aber ganz ehrlich, nach der letzten Bastelnacht mit dem System und dass ich gestern Abend wieder 4 Stunden dran gewerkelt habe, ich habe einfach keine Lust darauf. Also seht es mir bitte nach. Und ja, da gibt's Atari, da gibt es fast, das sind ja über 30 Jahre in die Vergangenheit einfach mal. Und frohe Weihnachten an alle. Genau, frohe Weihnachten an alle. Bastel nach Regelzuseher. Und ich bin mir sicher, vor dem Heiligabend sehen wir uns nochmal. Ob ich was bastel oder ob ich was zocke, das Lichtschwert schwinge, werden wir mal sehen. Wie ist denn der Name von dem Kanal bei Twitch? Virtual Dimension. Ich schicke dich jetzt dahin, lieber Test. Und benehmt euch. Richtet gerne einen schönen Gruß aus. Ja, hallo Jan, hallo Dennis. Schönen Gruß vom Cracky. Er hat seine Bastelnacht extra für euch abgebrochen. Nein, das ist Quatsch. Ich schaue einfach gerne zu. Und ihr wisst es selber, Twitch live erleben ist einfach das Wahre. Das ist das wahre Ding.
Und das ist jetzt halt einfach eine Ausnahme zu den Adventssamstagen gewesen. 100 frohe Weihnachten an das Ravioli-Team. Wupp, wupp, Freelancer. Also ich habe was Gutes getan, ihr habt was Gutes getan, ihr seid da, ihr habt eine tolle Zeit, ihr müsst ja nicht. Stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt zum Konzert gefahren und dann hat Robbie Williams nach einem Song gesagt, so danke, danke Leute, dass ihr da wart, tschüss. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall. Ja? Also nehmt's mir nicht krumm. Ich mag euch und macht es gut. Bis dahin. Wochenende und frohe Weihnachten. So, jetzt muss ich das nur richtig eintippen hier. Genau, ihr könnt mal das von der Ringelnudel da kopieren. Virtual unterstrich Dimension. Dann schicke ich euch da jetzt nämlich rüber. Und wie gesagt, schaut, gebt den ruhig mal 5 Minuten. Schaut euch das einfach mal an. Kann man sich durchaus berieseln lassen. Ich denke mal, der Dennis wird das wahrscheinlich gar nicht checken unter Umständen. Die sind ja noch neu in dieser Twitch-Welt. Aber wird schon hinhauen, Freunde. So, wo ist hier, wo raff ich jetzt hier, was jetzt hier Sache ist? Mal kurz gucken, nicht, dass ich den Kanalnamen falsch schreibe. Das wäre auch doof. Virtual-Dimension. Die machen schon länger Videos als wir Ravioli-mäßig, aber YouTube-aktiv-mäßig sind sie auch noch nicht so lange. Also schließt euch gerne an. Ravioli hat benutzt Raid Virtual Dimension. Passiert da jetzt was? Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ich danke euch fürs Einschalten. Ihr seid die geilste Truppe überhaupt. Wie gesagt, themenmäßig soll es einfach nicht sein. Heute. Ausnahmsweise mal. Bis dahin. Jetzt raiden! Ja! Ich bin auch gleich soweit. Jetzt geht's ab, Leute! Tschüssi!